Have you seen my magic box? It's got all kinds of wonders stashed inside. Also, was ist jetzt hier mit euch? No need for shoving now. There's enough of the imp of the year to go around. Good. Riesiger Heiltrank. 75%. Ja. Doom. Has a nice ring to it, doesn't it? Ihr seid der Imp des Jahres, nicht wahr? Every year. But don't call me majestic for nothing, dear. Now, where have I left that bottle? Oh my word. Oh my heavens. A source hunter. Careful, I'm losing my breath. Too much air. Oh. Rett. Niltoff. Kaufen alle so einen riesigen. Einfach Herr Imp. So habt ihr euch nicht hochgearbeitet. So habt ihr euch nicht hochgearbeitet. Was? Bitte, lieber Himmel, wir wollen vorsichtig. Mir bleibt die Luft weg. Zu viel Luft. Einfach Herr Imp? So habt ihr euch nicht hochgearbeitet. Right you are, of course, Source Hunter. But I have a propensity for hyperventilation. Whenever I'm faced with my ultimate heroes. I've heard that without you, all of Rivellon would be flying fast forward towards its doom. Greetings, Source Hunter. I've a great many questions for you, if you've the time to answer them. Wie kann ich euch helfen? Well, to start, I do quite wonder how this place came to be. A shelter plane at the end of time? Incredible! Next. I'm curious if you could tell me the exact weight of your partner. I'm guessing somewhere in the area of 24,670 racuels, but I can't be totally certain. If you had time, I'd also like to inquire after your dear mother. How is her health these days? And that rash on her right cheek? Healed, I presume? And finally, compasses. How in the God's seven names do they work? And so the mysteries remain. Antworten ja auf gar nichts. Wie viele stehen da auf einem Fleck? Die kann ich ja nicht alle an. Strange. I'm zapping you just as hard as my finely tuned mental prowess allows. Yet I can't seem to singe a single hair on your head. Ich würde an eurer Stelle nicht herumlaufen, um den Quellenjägern Gewalt zuzufügen. No, 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 not violence. Zapping, explosions, bloody mist and other beautiful bits flying into high heaven. Ah! I'd say hello, but I'd much rather say heaven, oh! Get it? Get it? Yeah, you get it. Hallöchen mit Öchen und Söchen? Listen to this one. Erzähl mal was. What do you call an imp that hasn't got any eyes? Anna? And here's one for you. What do you call a selfless imp? An imp? Hä? Hey, that leaf doesn't belong to you, eh? What? Oh, I could tell a joke or two. Free on a good day. Erzähl mir was von dir. Geh besser. Mit dem? Taumenta? Any interest in treasure, Source Hunter? Anything you'd like to share? Erzähl. Oh, I had the most beautiful dream, Source Hunter. A great fist came down from on high, unfolded before me, and in its palm lay a beautiful golden box. Carefully, I lifted its lid, and inside were treasures of every make and kind. Maps, pawns, paintings. I cradled each treasure carefully, enthralled. And oh, how I wept when I woke. Soll ein Hinweis sein? Hello, my friend. Have you found the time to answer my
Nee. Ja, das bleibt ein Mystery. Ende des Jahres. Hello, hello. Yes, please do make yourself at home. This is your home after all, isn't it? Isn't it? Was wisst ihr über die jüngsten Ereignisse? Recently what? Ereignisse, mein lieber Imp. Was wisst ihr über die jüngsten Ereignisse? Events. Well, we imps are quite happy here indeed. We've been chased all over Rivalon, but I don't think the watch will find us here. Naja, das ist vorher nicht sehr. Betrügerische Biene. Hi. Hello. 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 Sus Hunter. Und du? I'll tell you whatever you like, friendo. But it'll cost you. Oh, but when you give me that look, I can't help but offer you my finest deal. My love story for a simple shrunken dwarf's head. How's that for a trade? Fly straight up from here to eternity. It's true. What? See? I was back before your puny human eyes even knew I was gone. Oh, das ist ja wirklich krass. Please, I'll show you a trick. Look. One, two, three, and now your name is Freddy. Amazing, isn't it? Unglaublich. Okay. Gut, da haben wir alle. Der, achso, ja, okay. Sonst haben wir nichts Neues. Hello again. Not angry about the wo ist ein Zigzag jetzt hin? Follows my vision like a confused source hunter. Welcome. 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 Was ist denn das für ein Stab hier? Drei Int. 81, 162? Aye, aye, Captain. Ein bisschen besser, aber der hat auch drei hinter, das lohnt sich nicht. Huch. Moon ging vergiftet. Und bei Intro. Tornado. Hier ein Leben. Den ganzen Dingern. Zwei Stärke. Hm, nee. Was ist denn jetzt mit Zigzags? Neues Port. Ist das hier offen? Das, was ist denn hier? Das. Ach, da steht der. Warum schwebt denn der. Unterherr der Dunkelheit. What a wonderful place this is. A lovely locale to rest my weary belly. Far better than the hellish plains we imps are used to. Yes, I think we'll stick around. Oh, with your approval, of course. What's that? We have it. Marvelous. Every year. Well, aren't you going to leap through? Who knows what wonder awaits you? Jokes. Zigzags ist ziemlich besorgt wegen euch. Warum? Thinks he's so much better than us demon thralls just because he was never actually enthralled by demons. And yet he's no more than a lackey to the gods, isn't he? What's the difference? Wie wäre es, wenn ihr mit eurer Geschichte erzählen würdet? Denn ich denke, sie ist sehr kompliziert. Right you are. Grab a drink, sit you down, and lend me all the ears you have. Okay, ja. Let's go. We imps, you see, are a mixed breed of demons and some other long-forgotten wraiths. Which means we aren't as evil as the devils that begot us. But I'll be damned twice over if we aren't as clever. Leap through? Who knows what wonder awaits you? We hail from the realm of Nemesis, where demons have ruled supreme since, well, forever, really.
Their knowledge of secrets and arcane scholarship is unparalleled. As unparalleled, in fact, as our inquisitiveness. Now, curiosity may have killed the cat, poor thing, but it enslaved us imps as well. We were blinded by the promises of knowledge the demons dangled in front of our eager faces. Doom! As a well, nice friend, aren't you going to leap through? Who knows what wonder awaits you? Jay, have you seen my magic box? It's got all kinds of goodness left inside. Well, aren't you going to leap through? Who knows what wonder awaits you? Well, aren't you going to leap through? Ja, bitte, Six-Six. Entschuldige, ich hab was getrunken. Ihr habt also mit Dämonen ein Geschäft abgeschlossen, kein wirklich intelligenter Zug. Hat hier Jahan Doro? Yes, well, in hindsight it wasn't. But it seemed like a good idea at the time. Here's what happened. In return for our fair share of demonic knowledge, all of us imps had to sign our names in an indestructible book called a Codex, which was to be considered an oath of servitude, a contract of give and take for mutual benefit, and signed out of free will. Sabrina. Fools that we readily agreed, and thereby signed our way into slavery. For we had to do everything the demons told us to, and they, in turn, shared very little knowledge with us indeed. Aber sie haben überhaupt was geschert. Geteilt. Und doch seid ihr hier. Quite so. That's because one day, a particularly clever imp amongst us devised an escape plan. If we would be able to steal the Codex and disappear with it, the demons would no longer be able to lay claim on us. Okay. Without the proof of the Codex, the contract between us would be broken. Ich hab so die Befürchtung, ich soll einen Codex holen, was? One night, as the demons lay sleeping after a most sordid... Ach, ihr habt den schon gestohlen. We stole the Codex and fled from Nemesis through a rift. Ever since then, we've been on the run. Ah. Our masters swore they'd return the Codex to Nemesis so they can claim our servitude once more. Pichtlinge. So all we do is run and hide ad nauseam. Eternal fugitives are we. Eure Geschichte entnehme ich, dass der Codex eure Lebensader zur Freiheit darstellt. Also, wo ist er? Kind of got lost, to tell you the truth. That's what happens after generations of flight. Things get misplaced. And yet, wherever that bloody book may be, up until now, the demons still haven't found it. So, good news there. Only a matter of time until they do, though. Unless, of course, time ends first. Wouldn't that be a stroke of luck? Man verlegt sowas Wichtiges schon mal, das kann passieren. Okay, danke. Dann gehen wir da mal durch. Ja, ist ja gut, Six-Six. Demons. Da unten. Of the void. So why do you fight us? Why do you stand against the promise of oblivion? Relent, guardians, relent. You did your duty long, long ago. Do not undo what had to be done. My duty. I wonder what it meant by that. Das frage ich mich auch. Sehe, wir denken gleich. Those that long for the end of time. Wir haben Level up, ne? Okay, dann machen wir gleich.
Erstmal gucken wir jetzt hier, was mit dem Dämon geht. Moloch, Stufe 20. Okay, der hat aber nicht viel Leben. Den können wir reden. Ein Buch. Ah, I didn't expect to find the likes of you here. Fallen stars, forgotten angels from on high. How long has it been? An age, an eon. But you've changed quite considerably, I see. Yes, the divine is but a glimmer in the farthest reaches of your gaze. Well, perhaps I can help you. One of your kind ought to be a bit stronger of arm, a bit quicker of wit after all. And we are all counting on you, sir. Alle zählen oder so auf euch, was? Zählen wir von euch. My autobiography will hardly serve you. What's far more relevant is what I see in you. Quite crucial, your survival, isn't it? And you do seem such a reasonable sort to boot. There's very little pleasure greater than dealing with a reasonable sort, I find. Was denn der Demon hier so chillt? Was könnt ihr mir anbieten? Yourself redone, of course. Your very parts and pieces reorganized into something simply better. Ach hier, gucke an. Ich würde gerne einige Fertigkeitspunkte auftreiben. Ich möchte meine Talente, Fertigkeiten und Primärattribute neu verteilen. Oh. Ich möchte meinen Primärattribut verbessern. Meinen Ruf verbessern. Okay. Kann sogar umskillen. Aber ich glaube, ich bin mit meiner Verteilung eigentlich ziemlich zufrieden. Irgendwem hatte ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, bei ihr. Ja, hier, Zauberstab. Aber das ist das Einzige, was ich falsch gemacht habe. Oder was mir nicht gefällt. Jetzt umskillen muss ich das bestimmt alles. Merke ich mir doch nicht. Warte mal, was ist denn das andere? Ich möchte mein Primärattribut verbessern. I'd quite like to help you, my friend. Those marks of ability of yours look awfully appealing. Perhaps we can make a trade. One for one. One mark to improve a primary attribute for you. And a mark of ability for me. How does that sound? Ah. Sieht euch eure Fertigkeiten förmlich an. Vielleicht können wir einander. 1 gegen 1, ein Punkt um einen ein Fertigkeitspunkt gegen ein Primärattribut. Okay. Is it then? What a terrible, terrible shame. I do hope you come to your senses soon, my friend. For we're all running short on time. Mein Ruf. Butcher giving you dirty looks. Beggars spitting at your feet. I can certainly help you with that. But you'll have to offer me something in return. Everything has its price, after all. Alter, also ein Primärattribut dafür ausgeben. Fertigkeitspunkt. I'd quite like to help you, my friend. But unless you've got a mark of talent to spare, no deal can be struck. Okay. Schauen wir mal. Haben wir jetzt? Okay, es gab nur Fähigkeit. Ja.
Gut, bei ihr weiß ich im Grunde schon. Da wollte ich einmal Körperstärkung. Ich wäre Frühaufsteher. Körperstärkung, ja. Also einmal Körperstärkung. Dann können wir Frühaufsteher skillen. So. Hat sie noch 2 Punkte. 3, theoretisch, wenn ich das bei Zauberstab mir wiederhole. Müsste ich mir das jetzt speichern irgendwie, damit ich das... Wer hat's denn hier? Wieso sehe ich das nicht? Grundwert 1. Okay, Brust, Körperstärkung, Willenskraft 1. Das hier ist natürlich, ne? 1, 1, 1, 5, 5, 1. Wir speichern mal, wir versuchen. Kostet mich das eigentlich, oder? Mal schauen, was. Ich möchte meine Talente, Fertigkeiten, Primärattribute neu verteilen. Wrenching such information from your every limb and organ won't be easy, my friend. Tausend? No, this task will carry a considerable price. Finde ich gerade teuer. Ich eigentlich machen, ne? Ich weiß. Lohnt sich. Ich meine, preislich ist es jetzt nicht schlimm, aber der Aufwand jetzt so? Mal eben raus. Jetzt mache ich lieber einen Screenshot. Ausrüstung durch bessere Wissen. Yourself read quite the undertaking. A grand ambition, but you seem to be a few coins short. Mensch, muss ich echt das? A pleasure to see yourself read quite the under. You're quite sure. A sweeter sound than sings from that quartet I've never heard. Play on, my friend. Play on. Das ist jetzt teurer. Pleasure to see yourself quite the undertaking, isn't it? Wrenching such information from. Okay. So, wir müssen auf 22 hier kommen. Habe ich mir gemerkt. So, da fängt schon an. Jetzt muss ich die Screenshots auch machen. Schon mal irgendwie gar nicht. Achso. 7, 9. Körperstärkung, Willenskraft, Führung. 1, 1, 1, 5, 5, 1. Gefahren auf jeden Fall, Besserwisser. Frühaufsteher. Elementium, elementare Affinität und Tierfreund war da. So.
22,79. Passt. Überleg, ob ich vielleicht. Weniger Int und ein bisschen mehr Schnelligkeit reinballer. Wäre halt ganz schön eigentlich, wenn sie schneller dran ist. Was mache ich, weil so viel Int macht halt einfach gar nicht, auch gar nicht häufig genug Schaden, dass ich so viel Int brauche, glaube. Und wir machen Schnelligkeit 10. Talent. Das ist die Sache, dass ich glaube, von den ganzen Talenten Charakter mit Eiskönigin genießt zusätzlich 15 Wasser, erleidet aber einen Zug Feuerresi. Okay. Ohne was ein Rausch. Ich glaube, bei ihr, wie viel kriege ich denn dafür? Das ist jetzt natürlich die Frage. Speichern mal. Sie hatte jetzt hier Fertigkeitspunkte. Those marks of talent of yours look awfully appealing. Perhaps we can make a trade. One for one. A mark of ability for you and a mark of talent for me. How does that sound? Ein Fertigkeitspunkt für ein Talentpunkt? Das scheint mir aber ein bisschen wenig, oder? Krieg ich echt nur einen? Wir haben eine Übereinkunft. Komm, wir gucken mal. Tatsache, das ist ja. Das, nee. Oh nein. Ganze Leisten neu belegen. Fuck. Sweet relief. Scheiße. Ich habe hier noch Fünf bei mir. Mal gucken wir erstmal da, bevor ich mich um das andere kümmere. Waffen. Fertigkeiten habe ich alles, da mache ich nichts weiter. Glücksbringer könnte ich mit 3. Immer noch. Vier Punkte.
Körperstärken, niederschlagen, brennend, eingefroren, bluten, verkrüppelt. Langsam versteinert. Hier. Da habe ich noch einen Punkt. Da kann ich ja gar nichts mit einem Rüstungsexperte. Verringert euren Bewegungsmodus beim Tragen von schwerer Rüstung. Tja, damit kann ich natürlich gar nichts anfangen, ne? Mit einem Punkt mache ich nichts. Führung. Ich mach Glücksbringer. Wie viel macht das? 3. Leucht verstummt. Ich glaube, den Großteil davon decke ich doch schon irgendwie ab, oder? Gegen verzaubert. Wie habe ich alles auf der linken Seite? Immun gegen Furcht, immun gegen verflucht. Furcht, verflucht, verzaubert. Hiervon decke ich halt schon einiges ab. Das. Jetzt habe ich noch einen. War das auch ein Fertigkeitspunkt für einen Attributpunkt? A pleasure to see yourself redone. I quite like to help you, my friend. But unless you have a mark of ability to spare, no deal can be struck. I'd quite like to help you, my okay, friend. Nee. Muss ich gleich mal gucken, die großen Heiltränke. Die mein Freund hier herstellen kann schon. Aber brauche ich eigentlich nicht. So, der eine Punkt bleibt über. Jahan. Jahan. Ja, bei dir, Boy, ich weiß nicht. Ist ja jetzt dasselbe wie bei ihr. In die Talente komme ich keins. Blutsauger heilt euch, wenn ihr im Blut steht. Vielleicht nehmt ihr einfach das. Dicke Haut, erhöhte Rüstung. Zusätzliche Rüstung in höherer Frontkämpferfähigkeit plus 5, also 6 Rüstungen. Ein Attributspunkt. Aber wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier? Initiative ist drin. Schaden, Angriffswert.
Kritische Trefferwahrscheinlichkeit und Rüstung. Okay. Die Wahrscheinlichkeit im Multiplikator haben. Das brauchst du eigentlich nicht. Bei Damage-Waffen, hier bei Waffen brauchst du sie gar nichts. Gab's hier nicht? Man konnte doch, glaube ich, irgendwie tauschen. Größer und besserer Attributspunkt. Gab's nicht auch Fähigkeiten? Da. Zwei Fertigkeitspunkte zusätzlich. Ja, besser als der Tausch bei ihm. Drei Fertigkeitspunkte. Ich muss ihre Leiste erstmal neu überlegen, wie dann mit die Fähigkeiten nochmal sehen. Bei ihm, Aero auf 5, ne? Ja. Warum ist das so? Ach, sie muss die ganzen Fähigkeiten neu lernen. Jo, nö, da bin ich raus. Okay, der ist es nicht. Okay, hier hat sie alles noch. Dann behält sie das halt so.